Bei einer Beerdigung bellte ein Hund den Sarg seines Herrchens lange und laut an. Die Leute beschlossen, den Sarg zu öffnen, und als sie sahen, was sich darin befand, schrien sie vor Entsetzen. Am Tag der Beerdigung von Officer Ethan Carter war es kalt und regnerisch, als eine Gruppe von Trauernden den Friedhof betrat. Die Familie des toten Polizisten, die er seit fast 5 Jahren nicht mehr gesehen hatte, war an diesem Morgen aus dem sonnigen Kalifornien ins verregnete New York gekommen. Sie nahmen neben dem Sarg Platz, als Ethans Kollegen am Tatort eintrafen. Alle Polizisten trugen Uniform, alle bis auf den großen Hund, der neben ihnen lief. Der Diensthund Max war ein treuer Freund und Partner des verstorbenen Beamten, der genauso traurig war wie die anderen. Die Polizisten nahmen ihre Plätze in der Nähe des Grabes ein und ließen Max zu ihren Füßen liegen. Zunächst war alles ruhig, bis auf das leise Schluchzen der Familie von Ethan. Dann ging Max auf den Sarg zu, beschnupperte ihn gründlich und begann laut zu bellen, ohne damit aufzuhören. Niemand konnte den verstörten Hund vom Grab wegziehen, und so beschlossen die Beamten schließlich, den Sarg zu öffnen, ohne zu ahnen, welches Grauen sie darin erwartete. Als Officer Ethan Carter 2017 zur Polizei kam, bat er sofort darum, in die Hundestaffel versetzt zu werden. Der Mann liebte Hunde seit seiner Kindheit, und sein Partner wurde bald der Hund Max, ein Veteran der Hundestaffel mit 3 Jahren Erfahrung, der kürzlich seinen Partner bei einer Schießerei mit Gangstern verloren hatte. Ethan wurde sofort gewarnt, dass Max nach dem Tod seines Partners nicht mehr mit den Beamten zusammenarbeiten könne, aber der Mann war sich sicher, dass es ihm gelingen würde, mit dem Hund Kontakt aufzunehmen. Das Treffen zwischen Ethan und Max war ziemlich angespannt, aber der Beamte sah sofort ein großes Potenzial in dem Hund und sagte dem Chef, dass er nur mit ihr arbeiten würde. Die ersten Wochen des Dienstes vergingen sehr schnell, und Max begann sich allmählich an seinen neuen Partner Ethan zu gewöhnen, aber der Beamte hatte das Gefühl, dass noch ein angemessener Abstand zwischen ihnen bestand. Der Hund gehorchte gehorsam den Befehlen des Mannes, aber Ethan war sich bewusst, dass es noch ein weiter Weg bis zu einer wirklichen Annäherung zwischen ihnen war. 2 Monate, nachdem Ethan und Max sich kennengelernt hatten, änderte sich jedoch alles. Bei der Polizei ging ein Anruf ein, dass ein Mädchen namens Katie im Wald vermisst wurde. Ethan und Max wurden sofort mit der Suche beauftragt, denn der Diensthund war hervorragend darin, Menschen in ähnlichen Situationen zu finden. Nachdem Max ein Kleidungsstück des vermissten Mädchens erschnüffelt hatte, nahm er die Spur sofort auf und führte die Polizei und die Rettungskräfte in etwa einer halben Stunde zu der Schlucht, in der Katie lag. Das Mädchen weinte, da sie sich das Bein schwer verrenkt hatte und nicht aufstehen konnte. Ohne zu zögern, sprang Ethan in die Schlucht und zog Katie heraus, woraufhin der Beamte seinem treuen Hund an die Oberfläche half. Ethan trug Katie in seinen Armen mehrere hundert Meter weit bis zum Krankenwagen, und Max schien das Handeln seines Partners endlich zu würdigen und rollte sich nach dem Ende seiner Schicht zu seinen Füßen zusammen. Das brachte Ethan zu einem breiten Lächeln, als er merkte, dass er endlich Max Vertrauen gewonnen hatte. In den nächsten 1,5 Jahren klärten der Polizist und sein Diensthund viele Verbrechen auf und halfen vielen Menschen. Eines Tages bekamen Ethan und Max eine sehr wichtige Aufgabe zugewiesen. In ihrer Nachbarschaft begann eine Räuberbande zu operieren, die bereits mehrere Lagerhäuser ausgeraubt und sogar den Wachmann erschossen hatte, der sie daran hindern wollte. Um Ethan zu helfen, wurde ein Partner Michael, der vor kurzem begann, in der Polizei zu dienen gegeben. Nach einigen Wochen gelang es der Polizei schließlich, die Bande aufzuspüren und sie nachts bei einem weiteren Diebstahl zu erwischen. Ethan forderte über Funk Verstärkung an, doch bevor diese eintraf, konnten die Gangster entkommen, so dass der Beamte beschloss, zu handeln. Zusammen mit Michael und Max machten sie sich auf den Weg, um die Verbrecher abzufangen. Doch die Polizei erlebte eine unangenehme Überraschung, es waren zu viele Banditen und alle waren bewaffnet. Es kam zu einem heftigen Feuergefecht, bei dem die Beamten mehrere Verbrecher und den Bandenchef erschossen, aber auch die Polizisten, darunter der Hund Max, erlitten zahlreiche Schusswunden. Als die Verstärkung eintraf, war es leider schon zu spät. Max, der Hund, wurde nur leicht verletzt und erholte sich schnell. Sein Besitzer hatte weitaus weniger Glück, die Sanitäter berichteten, dass Ethan zu viel Blut verloren hatte und im Krankenhaus an seinen Wunden starb. Zur gleichen Zeit musste Michael aufgrund seiner Verletzungen in ein künstliches Koma versetzt werden.
Max überlebte den Tod seines Partners zum zweiten Mal und in ein paar Tagen begleitete der traurige Hund den Sarg seines toten Herrchens zum Friedhof. Die Beerdigungszeremonie verlief wie üblich, bis Max schließlich ganz nah an den geschlossenen Sarg herandürfte, um sich von Ethan zu verabschieden. Dann begann Max laut und unaufhörlich zu bellen, und niemand konnte den Hund vom Grab des gefallenen Offiziers wegziehen. Ethans Angehörige spürten, dass etwas nicht stimmte, und baten darum, den Sargdeckel zu öffnen, obwohl der Polizeichef ihnen davon abriet, da die zahlreichen Einschusswunden das Gesicht des toten Beamten in ein wahres Chaos verwandelt hatten. Doch sobald der Sargdeckel geöffnet wurde, schrie Ethans Mutter, dass es nicht ihr Sohn sei. Daraufhin beruhigte sich Max endlich und legte sich zusammengerollt auf den Boden. Die Polizeibeamten unterbrachen sofort die Beerdigung und fuhren ins Krankenhaus, um sich um die Situation zu kümmern. Der Polizeichef suchte sofort den Chefarzt auf, der schnell die Wahrheit herausfand. Es stellte sich heraus, dass in der Nacht der Schießerei mit den Banditen zwei verwundete Polizisten in das Krankenhaus gebracht wurden. Einer von ihnen starb auf dem Operationstisch an seinen Verletzungen, der zweite musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Das Gesicht des verletzten Polizisten war wegen der tiefen Wunden, die die Banditen hinterlassen hatten, mit einer dicken Schicht von Verbänden bedeckt. Die Ärzte mussten zugeben, dass sie in der Nacht wegen des schrecklichen Tumults versehentlich die Leichen der Polizisten verwechselt hatten und erklärten Ethan für tot, obwohl Michael in Wirklichkeit an seinen Wunden starb und Ethan operiert und ins Koma versetzt wurde. Die Polizisten glaubten den Ärzten und nahmen keine zweite Identifizierung vor, was zu einem schrecklichen Fehler führte. Niemand dachte daran, die Worte der Ärzte anzuzweifeln, bis Max schließlich auf dem Friedhof laut zu bellen begann und damit die Aufmerksamkeit der dort versammelten Menschen auf sich zog. Die Ärzte entschuldigten sich mehrfach bei den Familien der Offiziere, woraufhin sich die Angehörigen von dem verstorbenen Michael verabschiedeten und er ordnungsgemäß beerdigt wurde. Ethan brauchte mehrere Wochen, um wieder zur Vernunft zu kommen, und war am Boden zerstört über den Tod seines Partners Michael. Nach ein paar weiteren Monaten wurde Ethan aus dem Krankenhaus entlassen und konnte schon bald mit seinem treuen Hund Max zur Arbeit zurückkehren. Ethan war Max dankbar, dass er dazu beigetragen hatte, die schreckliche Verwechslung rechtzeitig aufzuklären, und der Beamte und sein treuer Hund sind noch immer gemeinsam im Polizeidienst der Stadt tätig.